Sei gegrüßt, du Liebe, sei gegrüßt, du Lieber. Ja, jetzt ist sie da, die heilige Zeit. Die Adventszeit liegt so gut wie hinter uns. Und es wäre schön, wenn wir angekommen wären. Es ist eine Herausforderung in dieser Zeit heutzutage, wenn wir nach draußen schauen und sehen, wie viel Ungeheiltes dort im Feld immer noch verweilt. Und gestern Abend war die Wintersonnenwendfeier mit Silke Schäfer und ich durfte sehr, sehr viel mitnehmen. Die geistige Welt hat beigetragen in Form von einem Channeling von Saint-Germain, mein Lieblingsmeister, einfach weil er so locker, leicht und humorvoll immer ist, wenn er gechannelt wird. Und das ist ja auch ganz meine Energie. Ja, und was war das Resümee? Das Resümee war, wir sind an der Wende. Und wir sind ja jetzt nicht nur an der Wende von der Wintersonnenwende, die genau heute am 21. Dezember 2021 um 16.59 Uhr sein wird. Also eine Minute, bevor es bei Selma in der Winterwelt, in der Schneewelt weitergeht. ja, wir sind an der Wende. Und nicht nur, dass die Sonne heute dann um 16.59 Uhr ihren allertiefsten Stand erreicht und ab da geht es wieder aufwärts, sondern ich sehe auch, dass das die Wende ist, auf die wir schon lange warten. Wenn du im Außen schaust, es lichtet sich langsam, natürlich nicht flächendeckend. Es gibt immer noch Menschen, die an dem alten Konstrukt festhalten. Ist auch schwer, da rauszukommen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Mein Mann hat sich gestern zum Beispiel mit seinem Kumpel getroffen. Und da haben sie ganz, ganz kurz darüber gesprochen und dann sagte der Kumpel, naja, also selbst wenn du ja jetzt sehen würdest, dass das alles richtig ist mit der Impfung, du würdest dich impfen, du kämst ja aus deiner Community gar nicht raus oder beziehungsweise du würdest aus deiner Community ausgeschlossen werden als Geimpfter. Und wenn du ganz genau zuhörst, Menschen erzählen ja immer das, was eigentlich bei ihnen los ist. Was wäre, wenn er letzten Endes eigentlich für sich gesprochen hat, naja, wenn ich jetzt zugeben würde, dass das alles irgendwie Bullshit war, dann bin ich ja ausgeschlossen aus meiner Community. Wie dem auch sei, sehr spannende Zeiten mit sehr vielen Themen in der Luft, eine Wende auf jeden Fall. Und selbst wenn du persönlich die Wende da draußen noch nicht so erkennst, weil es wirklich im Moment noch ganz subtil erst ist, lade ich dich ein, dass du die Wende mit einleuchtest. Sei du das Zünglein an der Waage von diesem, es ist hier und dann fehlt dir noch so ein kleines Körnchen und dann, ja. Also ich lade dich ein, sei du das Zünglein an der Waage. Deine Gedanken, deine Emotionen, in die Waagschale, ins große Feld geworfen, kann das Feld zum Umschwingen bewegen. Und was bietet sich da mehr an, als diese uralte Tradition der Rauhnächte zu zelebrieren? Ich habe einen kleinen begleiteten Kurs gemacht, da gibt es jeden Tag kleine Aufgaben, ab und an eine Meditation, zum Schluss gibt es ein Abschlussgeschenk und auch ein Abschluss-Zoom. Nächstes Jahr dann am 7.1. Du kannst deine Zeit ganz frei einteilen, du kannst das morgens, mittags, abends, nachts machen, egal wie du möchtest. In den Rauhnächten, die ja offiziell dann am 24., also am Heiligen Abend beginnen, legst du jeden einzelnen Tag, 12 Tage in Anführungsstrichen Nächte, jeden einzelnen Tag den Samen für einen ganzen Monat im nächsten Jahr.
Das heißt also, in diesen Rauhnächten, in dieser Konzentration, die mit diesem Ritual einhergehen, über das Räuchern zum Beispiel, über das Meditieren, du dich also konzentrierst, also in dein Zentrum gehst und dort schaust, was wünscht sich dein Herz, dein Innerstes, dein höchster Seelenpunkt, was wünscht er sich, sie sich, er sich, es sich, für das nächste Jahr. Für mich ist es immer so, dass ich sage, stelle dich vor Gott und postuliere, wer du bist und was du willst. Und wir hatten letztens bei der Heilreise auch diese wunderbare Aufgabe nach der Inspiration einer Dame, die irgendwas da mal auch gechannelt hatte. Ich weiß leider überhaupt nicht mehr, wer das war. Gebe Gott den Befehl. Und zwar ging es darum, um die Worturstämme der Wortbegriffe zu suchen. Und wenn du im Aramäischen scheinbar schaust, was beten heißt, dann heißt das wohl eine Falle stellen. Und befehlen heißt, sich in Bewegung zu setzen. Und daraufhin haben wir eine Übung gemacht, Gott einen Befehl zu geben. Und weil das so hart ist und wir da uns sehr unkomfortabel mitfühlen, Gott zu befehlen, was er zu tun und zu lassen hat, haben wir gesagt, wir schenken Gott einen Befehl. Und wenn du die Rauhnächte zelebrierst und jede einzelne Nacht für einen Monat im kommenden Jahr steht, ist das ein Befehl ans Universum, dass die Moleküle sich so drehen und anders zusammensetzen, dass es für dich und deine Wunschvorstellung nach deinem Befehl sich ändert. Und wie immer im Leben, kleine Wünsche gehen ganz schnell, große Wünsche dauern 9 Monate. Hast du ja auch ein bisschen Zeit. Also, wie gesagt, das Rauhnachtsritual oder das Rauhnächte-Ritual geht ja dann knapp 2 Wochen. Heute kannst du dich hinsetzen am 21. an der Wintersonnenwende, am Jul. Großer, traditioneller Tag zum Feiern. Wie die 3 anderen Eckpfeiler des Jahres auch. Es gibt ja die Tages- und Nachtgleiche und dann gibt es wieder die Sommersonnenwende und dann gibt es wieder die Tages- und Nachtgleiche und dann wieder die Wintersonnenwende. Das sind Eckpfeiler, wie die Sonne im Bezug zur Erde, ob flach oder rund, quellig wurscht, ausgerichtet ist. Und das sind so Wendepunkte jedes Mal. Und jetzt ist der Wendepunkt vom tiefsten Punkt wieder rauf ins Licht. Das wird gefeiert. Am 24. kommt das erste Mal die Sonne wieder und da wird das Licht geboren. Und heute kannst du dich hinsetzen und wenn du was hast, räucher irgendwas. Also ich mag gerne so verschiedene Mischungen. Ich habe mir da was bestellt hier. Einmal Deep Wishen. Einmal Styrax, das liebe ich total. Und auch eine spezielle Rauhnachtmischung. Die habe ich auf so einem kleinen Siebchen, auf so einem Träger und da verräuchere ich das. Und wenn du das selber nicht hast, sowas kann man sich auch selber basteln. Also muss man gar kein großes Geschiss drum machen. Und dann setzt du dich hin, nimmst dir eine schöne, entspannende Musik. Schau mal, auf YouTube gibt es unwahrscheinlich viele Meditationsmusik, Hintergründe, Be Natural Beats. Ach, da gibt es so viele verschiedene Sachen. Schau dir da, was dein Herz, wo dein Herz nachschlägt. Und setze dich hin und formuliere 13 Wünsche. Für dich, nur für dich. Wünsche dir nicht, das Corona-Spiel soll zu Ende sein. Das kannst du dir nicht wünschen. Also das kannst du natürlich, aber das wird dir so nicht erfüllt werden. Wünsche dir, dass du aus dem Spiel aussteigst komplett. Das kannst du dir wünschen. Oder dass dieses Spiel dich völlig an dir vorbeigeht.
Ja? Also nicht, dass du nicht mehr mitspielst. Denk also an die Formulierung. 13 Wünsche. Schreibe sie auf 13 gleiche Zettel. Falte diese Zettel klein zusammen und ziehe in jeder Rauhnacht einen Zettel. Und dann nimm ein kleines feuerfestes Gefäß, geh nach draußen und jede Nacht verbrennst du einen dieser Zettel. Nicht mehr lesen, was draufsteht. Halt ihn ans Herz. Bedanke dich, dass das Universum, das göttliche Feld, der Äther, die Moleküle nach deinem Befehl verändern wird. Bedanke dich dafür, dass das schon geschehen ist und dass dieser Wunsch in Erfüllung gegangen ist. Und dann verbrenn ihn. Und wenn du richtig zugehört hast, es gibt 12 Rauhnächte und es gibt 13 Zettel. Der 13. Wunsch, die 13. Fee. Göttinnenzahl. Um diesen Wunsch musst du dich ganz alleine kümmern. Das ist ungefähr so, wie wer meine Heilreisen schon mitgemacht hat mit der Serviettentechnik. 12 kannst du auf die Universumsseite legen und ein Zettel bleibt auf der linken Seite. Um diesen Wunsch musst du dich selber kümmern. Ja, und wenn du die Rauhnächte geführt haben möchtest mit den monatlichen dazugehörigen Themen, lade ich dich ein. Hier unter dem Video hast du einen Link. Da kannst du dich anmelden zu diesen Rauhnächten. Ich denke, das ist ein kleiner, man sagt so gerne so ein Unkostenbeitrag von 21,22 Euro. Diese wundervolle Zahl hat mein Mann sich ausgedacht, weil wir von Jahr 21 ins 22 übergehen. War ja eigentlich ein witziger Preis. Und ich glaube, das ist eine feine Sache. Es gibt mehrere Meditationen, die du dir auch runterladen kannst und die du auch behalten darfst. Mein Geschenk an dich. Ich habe noch eine ganz feine neue Meditation aufgenommen. Die schenke ich dir danach auch am Schluss, als Abschluss. Ja, und was bleibt mir noch zu sagen? Ich wünsche dir ein zauberhaftes Jul heute. Die Wende, sei du das Zünglein an der Waage. Sei du der Lichtbotschafter für das nächste Jahr. Halte die Fackel hoch, bleibe standhaft und schaue nur noch auf die Dinge, wo du erkennst, dass es sich schon in die Richtung bewegt, die wir uns alle wünschen. Hör auf das zu schauen, was du nicht willst. Hör auf, das weiter zu posten, was unproduktiv ist und was nur der alten Agenda entspricht. Es wird kein altes Normal mehr geben. Dazu gehört auch die Idee einer neuen Weltordnung im Sinne von Rockefeller, Rothschild und Co. Hör auf, dem weiter Kraft zu geben. Und konzentriere dich auf das, was du möchtest. Und was lädt uns mehr ein, als genau das in den kommenden Rauhnächten gemeinsam zu zelebrieren. Also, ich lade dich ein, sei mit dabei, ich freue mich. Und ich wünsche dir von Herzen für dich und deinen Liebsten ein gesegnetes, ein harmonisches, liebevolles, lichtes Weihnachtsfest. Und dann einen wundervollen Start in ein für uns alle bewegendes, zauberhaftes, wundervolles kommendes Jahr 2022. Ich drück dich, ich wünsche dir das Allerbeste. Gehab dich wohl und Namaste.